heißt dann Tödliche Elf und erscheint jetzt, weil wir ja in Wien nicht nur durch Kriminale haben, sondern auch die Fußball-Europameisterschaft. Und da bin ich Herausgeberin und es sind 5 Österreicher, 3 Deutsche und 3 Schweizer drinnen versammelt. Und es ist ein extrem angenehmes Buch, um Aggressionen loszuwerden, die man im Zuge von diesen Spielen aufbauen könnte. Andererseits auch verwirklicht es Träume, also da drinnen gewinnt Österreich, zum Beispiel die Europameisterschaft. Also Sie sehen, es ist ein sehr fantasievolles, bizarres Buch. Sie bereiten sich schon auf die erotische Szene vor. Ja, an meiner Kurzgeschichte in diesem Fußballbuch geht der Gedanke vorweg, dass mir aufgefallen ist, dass noch keiner der Spitzenstars sich als schwul geoutet hätte, was nur einen Rückschluss zulässt, das ist noch das einzige Ressort, wo wahrhaft Männer dominieren. Und was aber mir unlogisch erscheint, weil es muss dort der gleiche Prozentsatz wie in der restlichen Bevölkerung sein. Und so hat sich diese Geschichte aufgebaut. Es heißt, dass Johannesduell, Sie stellen sich vor, Wien, so Gürtel, also nicht mehr ganz Innenstadt, ein Stammbeisel am Abend. Er orderte den nächsten Schnaps. Johnny atmete schwer. Lena nahm ihr Krüge Bier und stellte sich neben ihn mit Blick auf die Videowall. Irgendwie habe ich ja das Gefühl, dass das alles ein Schwulenverein ist, wie die sich immer abschmusen, wenn die Kugel einmal reingegangen ist. Und keiner regt sich auf. Sie legt den Kopf schief. Weißt du, Johann, ich meine, vielleicht hat es ja auch nur damit zu tun, dass ihr Männer generell noch immer ein Problem mit eurer Bisexualität habt. Wenn zwei Frauen und ein Mann miteinander schlafen, schaut ihr gern ein bisschen bei einer Lesbenfingerei zu. Wenn aber zwei Männer mit einer Frau schlafen, dann dürfen die zwei sich ja nicht berühren. Sie nahm einen Schluck Bier. Ja, und bei so einem Siegestaumel fällt es nicht auf. Da umarmen sich dann auch die Fans, die miteinander sonst höchstens zur Begrüßung auf die Schulter boxen. Sie drehte sich zu Johnny. Weißt du übrigens, Johann, dass die meisten echten Schwulenhasser selber schwul sind und sich nur nicht eingestehen? Das hatte auch Hansi gedacht. Und seine Verführungskunst hatte Johnnys Schlüsselbund in sein Gesicht knallen lassen. Diese Theorie konnte er also nicht unterstreichen. Oder hatte Johnny einfach nur zu viel Angst? Das Outing war immer schwer, aber meist jenes vor sich selbst. Jetzt jedenfalls hatte Johnny vorrangig Wut. Das erkannte Hansi daran, dass Johnny Lena nicht einmal ansah. Heute Backen, du Blöde! Johnny spürte anscheinend den scharfen Blick von Wirtin Hedi und presste ein Grinsen in ihre Richtung. Dann trank er sein noch fast volles Bier in einem Zug aus. Den nachfolgenden Rülpser knatterte er direkt in Lenas Gesicht. Wer nicht einmal weiß, was er absetzt, ist, der sollte nur abwachsen. Lenas Miene war unbeweglich. Wenn der Ball an den Stürmer geht, sich aber zwischen diesem Stürmer und dem fremden Tor kein Verteidiger der anderen Mannschaft befindet. Conny lachte. Die anderen bedachten die Kontrahenten mit dem berühmten Blick, der töten könnte, wenn Blicke diese Fähigkeit hätten. Johnny schluckte den im Hals grollenden Rülpser hinunter. Er stellte sein Bierglas ab und ging aufs Klo. Hansi sank zusammen. Sein Leben wäre viel leichter, wenn er diesen einen wichtigen Teil seines Ichs nicht mehr verstecken würde. Und er müsste nie mehr so eine Demütigung erleben, wie er sie nach dem Schlag durch den Schlüsselbund von Johnny hatte erleiden müssen. Aber er konnte es nicht. Er konnte sich vor all diesen Leuten einfach nicht outen. Wenn er sich wenigstens bei Johnny rächen könnte, dann würde er vielleicht nur mehr 4 Bier pro Abend trinken und nicht 6 oder 8 wie jetzt. Lena kam mit ihrem Bier zu ihrem gemeinsamen Tisch zurück und prallte kurz davor mit Johnny zusammen, der aus der Toilette stürmte. Streckte den Zeigefinger vor ihrer Nase. Pass auf, Lena! Ich mochte. Deswegen erklärt er jetzt was. Hör auf, so ein Schaß daherzureden. Das ist ein Männersport. Da haben Weicheier, blöde Tunden und Weiber nichts verloren dabei. Und nur, weil du irgendeine Regel auswendig gelernt hast, beeindruckst mich nicht. Hast du mich? Lena nickte mit einer großen Bewegung. Natürlich. Aber warum gibt es dann Weltmeisterschaften im Frauenfußball? Jetzt malte Johnny mit den Kiefern. Es konnte doch nicht sein, dass er das nicht wusste. Auch wenn er nicht unbedingt der Hellste war.
Aber vielleicht war es ja auch nur eine zu schwierige Problemstellung für ihn. Johnny schob den Unterkiefer vor. Wer die Weiber keine Weiber mehr sind. Das ist jetzt aber ein bisschen unlogisch, lieber Johann. Leg mich! Johnny schnaufte. Hansi wurde von seinem Blick getroffen und verdammte die zu dünne Polsterung der Sitzbank, die ihn nicht unsichtbar werden ließ. Johnny wollte an Lena vorbei, doch die stellte sich ihm in den Weg. Nur eine Frage noch, lieber Johann. Was wäre, wenn, sagen wir mal, dein heißgeliebter Eloy schwul wäre? Würdest du ihn dann nicht mehr? Johnny schob Lena zur Seite. Sie grinste ihm nach. Wie hatte sie das von Eloy nur erraten? Sie musste Kontakt zur Szene haben, ja, das musste es sein. Viele Frauen hatten schwule Freunde, vielleicht spürten sie es aber auch. Bei ihm hatte es Lena ja auch erraten. Hansi stürzte den zweiten Schnaps hinunter und wickte Hedi um einen dritten. Lena ging Johnny zur Videoleinwand nach. Was, Johann? Er ist doch unsere Hoffnung für die Europameisterschaft, oder? Würdest du ihn nicht mehr anfeuern, wenn er schwul wäre? Johnny tat nur so, als ob er sie nicht gehört hätte, denn er stand viel zu nah bei der Leinwand, um etwas sehen zu können. Seine Oberarmmuskeln spannten die Ärmel des T-Shirts. Hansi zwang sich, seinen Blick zu lösen. Zu viel Schnaps und zu viel Bier. Bärbel und Franz meinten, das Thema würde langsam Fahrt, George zischte um Ruhe, Conny meinte schließlich, es sei ihm Schnurz, egal wenn Eloy ficke, Hauptsache er brächte das Labern ins Tor. Und zwar jetzt, sofort. Die Rache, das ist eine andere Geschichte, das kann ich nachlesen. Ich lehne dann unten auch meine Titelkarten hin. Ich muss dazu sagen, nur dass Sie die Anmerkungen verstehen, also Maria und Philipp lernen einander beim ersten Fall kennen. Und es baut sich zwischen ihnen eine Hassliebe auf, die sie nicht ausleben, weil sie beide vermeiden, am Arbeitsplatz ein Verhältnis zu beginnen. Sie wissen das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, es macht keinen schlanken Fuß bei der Arbeit, irgendwie, wenn man da Affäre beginnt. Aber sie quälen einander dann mit Erzählungen von anderen Affären und so weiter, bis sie es nicht mehr aushalten und im vierten Band endlich zur Sache gehen. Und und am Anfang ist es so, dass Maria Kuba ein schlechtes Gewissen aufbaut, weil sie eigentlich erotische Dates mit Philipp viel mehr interessieren als die Fälle, an denen sie arbeiten muss. Und das wird jetzt auch kurz angesprochen, dass sie eigentlich eine Kopfwäsche bräuchte von ihrer besten Freundin. So sicher war sie sich ihrer Standhaftigkeit gewesen. Jetzt schafft er es schon wieder, ihr seinen Willen aufzuzwingen. Gut. Er sollte bekommen, was er wollte, denn sie bekam ja noch viel mehr. Macht war nur eine Frage der Perspektive. Philipp zupfte mit den Zähnen an einer kurzen Strähne, die sich aus ihren Knoten gelöst hatte. Was dann? Maria bot ihm ihren Nacken. Nichts. Und der Löwe biss zu. Die Löwin entwand sich ihm. Maria stieß Philipp gegen die Wand der Dusche und griff ihm in den Schritt, griff hart zu. Er jaulte, schleuderte sie gegen die Kredenz, krallte ihre Brüste und verkroch sich in ihnen. Ihre Körper drehten sich in den nächsten Raum, achtlos rissen sie die behindernde Zivilisation herunter. Gliedmaßen umschlangen einander, Krallen nahmen jeden Hautfetzen des anderen Tieres in Besitz. Münder schnappten nacheinander und Augen, Lichtern gleich, drückten das Gegenüber zu Boden. Ein zuckendes Knäuel rollte über den Boden, der Löwe bekam die Oberhand. Aus seinen Augen schoss Triumph. Die Löwin bäumte sich auf und verkehrte die Positionen. Maria spürte zwischen ihren Beinen die volle Länge von Philipps Schwanz. Er pochte. Sie grinste. Maria packte Philipps Handgelenke und schluckte mit einem harten Ruck ihrer Möse seinen Schwanz. Sie stellte sich in die Hocke und ließ ihn quälerisch langsam rein- und rausgleiten. Philipp unter ihr keuchte. Was willst du? Wieso? Das gefällt dir doch so gut. Philipp wollte noch etwas sagen. Stattdessen fiel sein Kopf nach hinten, seine Augen wurden groß. Es war Angst in ihnen, Angst vor der eigenen Willenlosigkeit. Ein Ruck ging durch Philipps Körper und Maria lag wieder unter ihm.